Ich habe mir jetzt den lecker Mumienkopf hier gepfupft. Der ist, glaube ich, aus Down of the Mumie. Ich bin nicht ganz sicher. Original, also eine Replika. Hey. Leckere Sache, das stelle ich mir aufs Nachttisch und habe mega den Plausch. Also, da sind wir die besten Kollegen schon miteinander, so er und ich da. Jetzt sind ein paar fiese Filme. So. Der, der Suicide Circle gemacht hat, da das Team, die haben mal jetzt den neuesten Streifen, den sie rausgeballert haben, ist der Succuban Boy. Das ist ein ziemlich kaputter Film. Also, da ist so eine Frauengang, die gegen einen Transvestiten kämpft. Und die haben so da die Eigenschaft, dass sie Knarrenläufe zu den Körperöffnungen auswachsen lassen und dann aufeinander losgehen. Also, wenn das Bein abgeschlätzt wird, kommt nicht das Gewehrlauf raus. So ähnlich wie heißt das, der Death Proof, der jetzt draußen ist von Tarantino. Die haben die Idee schon voran gehabt. Tarantino. Ja. Stimmt das überhaupt? Da ist das Planet Terror, das Bein rauskommt. Planet Terror. Ups. Dann der Film, der vor dem Film gelaufen ist im gleichen Verleih, ist Meatball Machine. Es geht ein bisschen darum, dass Außerirdische da einen Parasit auf die Menschheit loslassen. Sie haben, glaube ich, eine Überdosis Tee zugesehen. Also es hat wirklich sehr faszinierende Splatter-Effekte. Die Story ist ein bisschen alienmäßig, auch Virus spielt drin. Schlussendlich eben ist es dann so, dass der Gute, der dann nur halb zum Virus wird, seine Freundin kann töten, weil das ist wirklich ein krasser Zustand, wenn man da so vermutiert ist. Und am Schluss ist alles nur ein Spiel von der Außerirdischen, wo sie mit uns Menschen treiben. Tschu, ich habe es voll lustig gefunden, auch sehr gorig, so am Anfang vor allem, wo man andere Kette sagen, irgendwie ist der Grind da, der Grind klappt, aber an, spritz. Ein mysteriöser Parasit, der sich im menschlichen Körper einnistet, sorgt dafür, dass sich die befallenen Personen in hässliche Monster verwandeln, die nur einem Instinkt folgen, dem Töten. Yoji, ein junger Mechaniker und seine Geliebte, Sachiko, sind ausgesuchte Ziele der Parasiten. Nun duellieren sich die Menschmutanten. Der Verlierer wird dabei mitsamt seiner Behausung verspeist. Man muss ein Faible für die japanische Unterhaltungskultur haben, um diesen Film zu mögen. Meatball Machine ist die Muppet-Show-Variante von Tetsuo. Hier treffen die Power Rangers auf Gua und lassen in absurden Duellen das Blut vom Himmel regnen. Sachiko, bitte. Versuch dich zu erinnern. Sachiko, ich bitte dich. Das war blutig, he? Also 80 Minuten Blut und in einer Reihe, so wie es muss sein. Jetzt ein ruhiger Film, der ist schon zigmal im Fernsehen und immer wieder, aber es gibt ihn jetzt sogar auf DVD, der heisst Blessed. Es ist wirklich eine Mischung zwischen Rosemary's Baby und das Omen und der Exorzist, alles ineinander eingewürfelt, aber perfekt umgesetzt, tipptoppi Darsteller, überzeugende schauspielerische Leistung und so hauen die da an. Also ein lockerflockiger Film, also Freude gehabt. Und am Schluss ist der Burner jetzt so einen geilen Effekt drin. Aber sage ich euch nicht, wie der aussieht. Das ist der Hammer, richtig ein kleiner Schock. Ja. Dann haben wir da noch den Stink of Flesh. Nur als Presse-DVD. Da weiss man auch nie, wie es nachher aussieht. Schlussendlich ist es dann auf der
Consumer-DVD geschnitten, oder je nachdem. Die Jungs und Mädels haben da Night of the Living Dead wahrscheinlich gesehen und als Inspiration genommen für ihr Film. Es hat sehr schöne, lustige Zombie-Tötungen dort drauf, wo wirklich, wie man sieht, mit Liebe gemacht worden sind. An der Story happert es ein bisschen, aber sonst sehr ein schöner, auch B-Movie mit viel Herzblut. Schon. Und die Szene, wo sie am Anfang den Nagel in Grindien schlägt, so ist der Knall, also Bats, Bats, Spritz, Spritz, so muss es sein. Der kommt raus von der Ascode, also die hat man jetzt gesagt, so, der kommt hundertprozentig ungeschnitten raus. Also ja, ich habe das gespeichert, wie er ist geschnitten, he. Dann habe ich das Telefon von mir in der Hütte so. He. Also ungeschnitten rausbringen das Zeug. In der nahen Zukunft schwingen in verwüsteten Straßen die lebenden Toten das Zepter. Die wenigen Überlebenden haben alle Hände voll zu tun, in einer ewigen Kette aus Flucht und Kämpfen nicht den Kopf zu verlieren. Matul ist der Beste unter den Endzeitkämpfern, doch auch er ist nicht vorbereitet auf die Herausforderung, die ihn im Haus des eigenwilligen Pärchens Daxi und Nathan erwarten. Ein Kulttipp für Splatter-Vielseher und Underground-Trüffelschweine. Eine witzige Sache. Ja, B-Movie und so jetzt. Es gibt ja eine neue da, Psycho-Horror-Show, Blutgeil TV-Show, werden wir da ab und zu reinbringen. Und wenn wir da sind, eben mit diesen Herren da, Ärger und so, wird das dann machen. Was ist eigentlich Blutgeil 2? Da geht das Gerücht um die Zwinti so überall, dass dann Blutgeil 2 fertig ist und alle wenden. Kein Kommentar. Und wie sieht es im ersten Teil aus, da wo alle so lässig gefunden haben? Gibt es mal eine DVD? Das ist... Wir werden nicht schon wieder ins Käfig kommen. Kein Kommentar. Okay, ja, also machen wir halt etwas anderes. Index, Indizierungsliste, hat die Listenausdruck mit den neuen indizierten Filmen. Also das muss man wissen so, hä? Ja, jetzt ist auf den Index gewandert, ist jetzt, wo haben wir jetzt das Zeug gehabt? Da haben sie jetzt draufgeklopft, der Anthropophagus wieder einmal. Immer wieder, oder? Kommt neues Label, neuer Index. Naja, schade. Dann ist jetzt auf dem Index, das ist fast eine Frechheit, der Killer von John Woo, also... Eine unglaubliche Sache, weil schlussendlich ist es der Klassiker im Hongkong-Movie. Mit dem Film hat sich der John Woo nach Hollywood katapultiert. Dass das jetzt auf den Index wandern soll, unglaublich. Schon. Gut, es gibt auch noch positive Sachen von Index. Zum Beispiel der Hills Have Eyes, Original von Wes Craven, der ist gestrichen worden ab der Liste und so. Also voll easy wieder. Da gibt es erst das 2 und dann gibt es das 3 auch noch schnell so. Und dann gibt es das 4 und das 5, aber lassen wir das. Und jetzt, was schon ganz schlimm ist, ist eigentlich, dass der schon vergriffen ist, die ungeschnittene Fassung. Und darum haben sie halt die geschnittene Fassung jetzt auf den Index geklopft. Das ist die ungeschnittene 18er, Hellraiser 4. Ist jetzt tatsächlich auf den Index gewandert. Meine Herren! Ja. Werbung für verbotene Filme! Das langt! Das machen wir sie nicht mehr weg! Und sie gehen zurück und verhalten sich ruhig! Hahaha, Herr Maus! Ja. Haben Sie überhaupt eine Bewilligung für die Sendung? Zeigen Sie Bewilligung los! Ja. Senden ohne Bewilligung kommt auch noch dazu! Gewalt und Treu gegen Beamte! Hinderung von Beamten an einer Amtshandlung! Aber, und Sie, Herr Ärger, auf Sie freut sich der Staatsanwalt schon. Sie wissen, wie es geht. Zack, zack, zack! Und da bist du ruhig! Aber er ist doch mein Studiogast, also irgendwie... Das muss schon echt Schnauze! Ja. Oh Gott. Hey da! Kein Scheiß! Und eng genug! Los, los, los! Jetzt hier in Ecke knüllen! Und jetzt! Ha! Ich glaube, die Sendung ist vorbei.